Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wintergate. Wir sollen jetzt als nächstes zur Höhle der Träume und den Sohn von Lugus dem Irren finden. Ja, da ist nicht nur so, der ist auch ein bisschen irre, aber ich mag ihn irgendwie. Der hat uns ein bisschen reingelegt, dass wir jetzt losziehen und seinen Sohn finden. Ja, ich sauf immer. Frage mich, ob ich gesoffen habe, weil ich so blass bin. Machst du gerade eine Robbe nach? Oder ein Elch? Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Das ist schön. So, wir gehen runter ins Dorf. Da gab es noch ein schwarzes Brett. Oh Gott, Leute, ich meditiere mal ein bisschen. Hier ist es mir eindeutig zu dunkel. So, ich mag ja lieber bei Tag losziehen. Ach, schön. Seht ihr mal, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Blick. Ja, ganz schön fies. Wir haben einfach nur was Gutes getan letztes Mal. Wurden dann dafür in den Knast gesteckt bei Lugos. Und der hat für uns eine Blutschuld beglichen. Woraufhin wir jetzt in seiner Schuld stehen und... ja, das Ganze wieder begleichen müssen, indem wir seinen Sohn finden. Hat er uns ganz schön an die Nase gekriegt, du. Mein Vater wird mich umbringen. Und dann Horvath. Dein Vater wird niemanden umbringen. Aber du kannst nicht bei ihm bleiben. Du bist eine Drohung. Horvath ist ein Angriff. Ach, Romeo und Julia oder was? Nur weil die aus verschiedenen Clans kommen, dürfen die nicht heiraten? Weiß ja nicht. Sowas fördert doch nur Inzucht. Na, sieh mal einer an, ein Hexer. So, Heiler gesucht. Ich suche einen Heiler für meinen Vater, Edgar Ulmquist, den ihr alle gut kennen dürftet. Sein linker Arm ist krumm geheilt. Ich suche jemanden, der ihn gerade bekommt, damit er wieder einen Schild tragen kann. Kräuter gegen die Schafseuche. Auf unserer Insel gehen die Schafe zugrunde. Ich bin sicher, dass der Clan Demon dahinter steckt. Mögen die Götter diese Hunde verdammen! Wer seine Herde nicht verlieren will, sollte meine spezielle Kräutermixtur kaufen und sie seinen Schafen verabreichen. Dann wird sie die Seuche verschonen. Rodrik der Kalte. Warnung. Hordor, Sohn des Kalvur, wurde dabei erwischt, wie er Nilfgaarder lebend für Lösegeld gefangen nahm. Ich persönlich habe ihm 50 Peitschenhiebe verpasst und dieselbe Bestrafung erwartet all jene, die Ähnliches tun. Die schwarzen Hunde sollen auf dem Schlachtfeld erschlagen werden, selbst wenn sie sich ergeben und Reichtümer versprechen. Wir machen keine Gefangenen. Uldalrück. Ein Duell um Gunnar. Hallur und Skell begehren beide Fallgeiers Tochter Gunnar. Ernsthaft? Selbige ist bereit... Also ich meine den Namen, das ist doch ein Männername. Gunnar. Selbige ist bereit, den stärkeren der beiden zu nehmen. Also werden sich die Verehrer bis zum ersten Blutvergießen duellieren. So will es der Ältestenrat. Vollbark wird vermisst. Mein 14 Jahre alter Sohn Vollbark ist seit 10 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Ich fürchte, er hat sich ohne meine Erlaubnis für einen Beutezug gegen die Schwarzen gemeldet. Falls irgendjemand weiß, was mit ihm geschehen ist, sag mir bitte Bescheid. Ulf. Auftrag, das gestohlene Horn. Ich, Holger Schwarzhand, gebe hiermit Folgendes bekannt. Die Krieger, die bei der Schlacht von Sodden Schande über sich und ihre Familie gebracht haben, haben gezeigt, dass meine Bestrafung noch viel zu gering war. Bevor sie an Skellig verlassen haben, stahlen sie aus meiner Halle das Horn meiner Ahnen. Ich habe die Aufgabe, es zurückzuholen, meinem Vogt Matthios anvertraut. Wer ihm das Horn bringt, wird meine Großzügigkeit erfahren. Wer den Feigendieben hilft, wird meinen Zorn zu schmecken bekommen. Naja. Ein nicht erkundeter Ort. Wo soll ich denn jetzt hin als nächstes? Die Höhle der Träume. Ach, die ist da unten. Ja, ich gehe da mal kurz hier an den Hafen und werde das Ganze dann mit dem Boot erkunden, glaube ich. Oh! Ein wertvolles Horn. Man wird hier echt mit Quests so ein bisschen erschlagen, aber ich habe da voll Bock drauf, Leute. Ich habe auch Bock auf die DLCs. Die werde ich dann voll auskosten, glaube ich. Was guckst du denn so? Ich guck gar nicht. Laber mich nicht von der Seite an, ernsthaft. Die sind immer so großschnäuzig, ne? Als könnten sie es erlauben. Hände weg von unseren Mädchen sonst. Oder Schlaf. Ich hol mir alle Mädchen. Oha, ich bin nicht interessiert an dem Schrott, den du anschleppst. Hab ich auch von deiner Mutti. Handeln wir ein wenig. So, hast du eine Karte für mich? Nein, natürlich nicht. Du hast aber ein Torlun. Oh. Kaufen wir uns gleich mal. Und er hat noch zwei Sättel. Spielen wir Karten. Ein wenig Gwind. Ich will mit dir Karten spielen.
Genau, das kürze ich jetzt mal ab. Das sind eh immer dieselben Sprüche. Okay, was hast du für ein Set? Schon nicht Monster. Nee, Scoia'tael. Ein Scoia'tael-Set. Da werde ich am besten mal. Sag, wie schlecht ist das denn? Ich habe 3 Spionagekarten, habe nicht eine gezogen. Wow. Brigade. Aha, ja, ist wieder so ein Mist, ne? Das können wir aber ganz leicht aushebeln. Dein schönes Set. Aha, bitte setz dich auf Nahkampf. Danke. Das hätte ich jetzt vielleicht noch nicht machen sollen, aber ich habe auch einen Plan. Also glaubt mir, ich habe einen Plan. Ich hoffe, er hat kein schönes Wetter, sonst ist der Plan nämlich hinfällig und ich werde jetzt verlieren. Ne, ist er nicht. Haha. Oh. Das war jetzt nicht so toll. Soll ich mal passen? Ich passe mal. Das Schöne ist, er hat jetzt nämlich nur noch Mist. Hoffe ich. Milva hast du. Ja, es ist schön, wenn man so viele tolle Karten hat wie du, ne? Du Arsch. Dein Gegner passt. Oh, bist du doof. So. Runde gewonnen und ich darf eine ziehen. Eine Balliste. Und ich setze nochmal eine Balliste. Was wirst du tun? Oh nein, setzt du wieder so eine Kombikarte? Nein. Mach den nicht. Und wir spielen... ein Tribok. Warum mache ich das wohl, hä? Hast du schon eine Ahnung, Kerle? Er hat jetzt schon verloren. Jo. Und verloren. Ja, man muss nur wissen, wie, ne? Dann geht das ganz schnell. Und, was kriege ich? Eine verrottete Mangonell-Karte. Was auch immer das ist. So, wo liegt hier ein Boot an? Das schnappe ich mir jetzt einfach. Ich hoffe, die haben da nichts gegen, weil... ich weiß ja nicht, wie die hier Diebstahl bestrafen. Wahrscheinlich Hand ab, Penis ab, alles ab. Na gut, Diebstahl ist scheinbar nicht so... Na, Geralt! Du sollst... ans Ruder. Na, komm. Jetzt, danke. Da ist das Ruder. Ne, siehst du? Okay. Einmal kurz die Insel umrunden. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Ja... wollen wir mal sehen, was besser ist. 2 Schwerter oder eine Axt, mein Freund? Ich glaube ja, ich habe alleine schon den zahlenmäßigen Vorteil. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Hab's vergessen. Blaujung Lugos. Was ist denn das für ein Name? War der bei der Geburt blau angelaufen? Deswegen nennt er ihn Blaujung? Verstehe ich nicht. Aber diese Musik, es ist schön. Ich erinnere mich so sehr an Skyrim. Ich habe irgendwie Bock, wieder Skyrim zu spielen. Aber kennt ihr das, wenn ihr... irgendwie so bessere Erinnerungen an etwas habt, als es dann wirklich ist. Was ist das daneben? Seht ihr das? Das da, zwischen den Bäumen, guck mal. Ach, das ist eine Endriaga. Ich dachte eben, was kommt denn da angewackelt? Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt hier langreiten würde, wäre es schneller, oder? Guck ich mir diese Berge an. Das ist so schön hier, so schön, du. Ach ja, ich genieße das echt. Das ist wie Urlaub. Urlaub vor dem PC-Monitor. Herrlich. Herrlich. Da vorne werde ich jetzt aber aussteigen, oder? Wir sind ja bald da. Ja. Das ist ein kleines bisschen Weg, das laufe ich dann noch zu Fuß. Oder mit Pferd. Na komm. Yep. Ja, da einen Körper zu machen, ist sehr clever, Geralt. Hättest du bei einem Schädel aufgeschlagen, ne?
relativ viele Pflanzen hier wachsen. Allesamt brauchbar für mich. Oh oh. Oh, das sind Wölfe, oder? Ich kann sie knurren hören. Ja, so ein kleiner Sprint durch den Wald ist auch schön. Mhm. Da ist aber ein großes Schiff. Ist das der Blaujung? Oh, wollte ich nicht. Das wollte ich. Oha. Ha. Blaujung und seine Mannschaft. Siehst du die Augen? Er ist ein Ulfedin. Oder ein Berserker. Ich bin kein Berserker. Laber nicht. Laber keinen Scheiß. Was willst du? Ich will mit Blaujung Lugos reden. Hat man Töne? Mit Lugos reden. Sonst noch was, Streuner? Mit Freya bumsen? Okay. Lugos erwartet mich. Zeig mir den Weg. Gut. Komm mit. Was? Ich verstehe nicht. Dann bleib hier und denk drüber nach. Ja, Pavel. Dann ist er in ein Fass gestiegen, hat sich Salz das ist er ja. Mal diese Höhle da, da gehe ich auf jeden Fall noch rein. Das interessiert mich jetzt. Weißt du, wann ich das letzte Mal Landratten auf dem Schiff hatte? Nein. Als ich Gefangene von Velen zum Sklavenmarkt in Nazair brachte. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Dein Vater meinte, du könntest einen Hexer gebrauchen und ich schulde ihm was, daher... Ich habe ihm gesagt, er soll sich da raushalten. Ich komme prima alleine zurecht. Vielleicht stimmt das nicht ganz. Die Höhle der Träume, das soll ein gefährlicher Ort sein. Todesgefährlich. Darum will ich ja hin. Also gut, ich nehme dich mit. Sonst kriegt der Alte einen Anfall. Ich wollte gerade aufbrechen. Bereit? Was erwartet uns in der Höhle der Träume? Das hängt ganz von uns ab, denn... Ach, ich erkläre es später. Na gut. Wir können los. Ist es weit? Nur einen Steinwurf. Sammeln wir die Jungs und gehen rein. Bald wissen wir, ob an den Legenden was dran ist. Ach Leute, das gefällt mir jetzt schon. Ich habe ja gesagt, nordische Mythologie. Genau Geralt, mein Ding. Das sind die besten Krieger in meiner Mannschaft. Die kommen mit uns. Jorulf kennst du. Man nennt ihn Vielfraß. Tag. Und Hi. Das hier ist Uwe Quasselstrip. Nicht ernsthaft, oder? Warum ist Uwe so still? Weil er keine Zunge hat. Was ist passiert? Hat er an einem gefrorenen Schwert geleckt? Nein, er hat sie sich rausgerissen, weil er König Bran beleidigt hat, als er betrunken war. Jetzt kann er nicht mehr reden, aber er hat seine Ehre noch. Interessante Bräuche habt ihr hier. Krasse Sache. Der geht wenigstens den ganzen Weg. Erzählt ihr mir von der Höhle, bevor wir aufbrechen? Ich wüsste gern, wogegen wir vielleicht kämpfen müssen. Das kannst du nur selbst wissen. Die Alten sagen, dass man in der Höhle der Träume seinen größten Ängsten begegnet. Die einen nachts schreiend hochfahren lassen. Es kann etwas sein, was schon passiert ist, noch passieren wird oder auch nur passieren könnte. Ich frage mich, was ein Monster schlechter fürchtet. Doch genug geredet, Jungs. Zieht die Schwerter, los! Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass Ciri was zustößt. Ich könnte mir sonst nichts vorstellen, was Geralt Angst machen würde. Oder? Mal aber Licht lang hier. Lass mich mal mit vorgehen, bitte. Jetzt rennen die hier die ganze Zeit. Ihr seid aber echt mutig. Wenn ich vor etwas keine Angst habe, sind es Necker. Die sind da. Die nächste Herausforderung wartet an dir. Lass den Kopf da! Milchgardbahne. Junge Milchgard. Weil sie schwarz sind. Feige und grausam. Stopp, anschauen! Schlag den Bastard! Für den Plan! Mistviecher! Neckarherz. Ich dachte, Neckarherzen gibt's nur in Nestern. Wus. Da
das hast ja doch Totem. Welche. Genau, wo es sein soll. Jetzt essen wir die Kräuter. Warum sollten wir das tun? Um weiterzukommen. Dahin, wo die Albträume sind. So will es die Legende und so machen wir es. Was sind denn das für Kräuter? Hm, was hat der Druide gesagt? Schierling, Mohn, Nachtschatten und Bilge, Bilsenkraut. Holla, das wird vielleicht ein Erlebnis. Gut, her damit. Nimm sie. Uwe, Jorulf, runter damit. Komplett. Mhm. Bilsenkraut kenne ich sogar, soll eine anregende Wirkung haben, aber ist, glaube ich, auch nicht so ganz legal. Bilsenkraut-Tee ist wie, als wenn man jetzt 5 Espresso hintereinander trinkt oder so. Ich fühle mich gar nicht anders. Wo, Uwe? Du fragst einen Stummen nach seiner Meinung. Das kommt schon, Kumpel. Also los, gehen wir. Zeit, unseren Ängsten zu begegnen. Mhm. Oh. Siehst du den Klingenrücken da oben? Der ist zu groß für einen Klingenrücken. Das ist ein Blauer. Ein Blauer? Bei der kurzen Schnauze? Die Kräuter haben dir wohl die Sinne vernebelt. Wow. Wir sehen fliegende Wale. Oh, was war das denn? Ach, das kann man nur zerstören wieder. Ja, ich weiß ja nicht. Oh, die Fackel lasse ich mal aus. Das ist ja lustig. Oh. Bitte was? Das ist doch keine Angst von mir. Das ist unmöglich. Ich sehe, dass du vom Kampf erschöpft bist. Setz dich zu mir, Sohn. Trink etwas mit. Erzähl von deinen Abenteuern. Danke, mein König. Wir... Ich trinke nicht mit dir, alter Mann. Und ich nenne dich auch nicht König. Runter vom Thron. Solange es deine morschen Knochen noch hergeben. Uwe, du kannst sprechen? Ich habe nicht, aber... Und wieder beleidigst du mich, Uwe Quasselstripp. Beim ersten Mal überließ ich es dir, dich zu strafen und deine Ehre zu retten. Aber jetzt, jetzt wirst du sterben wie ein Trall. Und die Aale werden deine Überreste fressen. Das ist nicht dein Tag. Stirb, Abschaum! Ah, der hat ein Schild. Hm, rett mal ein bisschen. Oh, wie schön, dass es denen nichts ausmacht. Oh ja. Aber draufhacken, das wird schon irgendwann. Zauberei! Hexerei! Stirb, Abschaum! Seht ihr mal, ich konnte den eben schon wieder nicht finishen mit einem Schlag. Ballon. Okay, das steht jetzt gar nicht mehr auf. Das ist so doof mit denen. Zauberei! Hexerei! Na klar, es ist Hexerei. Ein Hexer! Problem damit! Ja.
Ah, das war's schon. Stirb, Abschaum! Zauberei! Hexerei! Sag mal. Jetzt mal genug hier. Tanzen wir! Das war's. Meine Güte, sind die widerstandsfähig, diese blöden Geister. Fliegende Fische. Was ist daran seltsam? Die begegnen uns auf See doch dauernd. Ja, schon, aber die haben ja Flügel. Diese hier, die schwimmen durch die Luft. Oh, eine Sirene. Also Uwes größte Angst ist es, seinen König zu beleidigen. Also nochmal zu beleidigen. Euch um! Euch alle, ihr verdammten Seehuren! Versuch es doch, aber ihn bekommst du nicht zurück. Du hast ihn erschlagen. Du bist ein Vatermörder. Hier. Zauberei! Hexerei! Ja, was denn sonst? Oh. Für den Clan! Für Skellige! Sippe! Jorulf, es war ein Unfall. Der Alting hat dich von der Schuld freigesprochen. Das hilft meinem Gewissen nicht. Gehen wir. Ja, was willst du machen? Level 14 schon. Jetzt kann ich mein Greifenschwert aufrüsten. Hurra! Mein Greifensilberschwert. Das heißt, ich mache damit viel mehr Schaden dann. Da freue ich mich ja schon drauf. Tötet man ein Monster, kommt das nächste gekrochen. Das ist also der Albtraum eines Hexers? Nein, das ist sein tägliches Brot. Komm schon. Zauberei! Hexerei! Au. Stirb, Au. Ist viel. Na? Für den Clan! Die Glede Kur! Oh, komm schon. Ich will jetzt nicht drauf gehen. So einem blöden Wasservibe. Meine Güte. Diese doofen Wasserweiber. Oha, ein Baum. Still, leise. Verdächtig. Was kann denn hier schiefgelaufen sein? Ich fürchte gar nichts. Ja, ja. Das sagen alle, die nichts, die was fürchten. Wahrscheinlich hat er die größte Furcht von allen. Dir in die Hosen gepinkelt, als der Blitz bei uns in den Baum einschlug. Da war ich 3 Jahre alt. Seitdem habe ich hunderte Male gezeigt, dass... Du hast dich nass gemacht vor dem ganzen Dorf. Der Sohn des Jarls. Ach, diese Schande. Ich hätte dich verbannen sollen. Du bist eine Vision, ein Geist. Eine Vision deines Vaters, den du fürchtest. Weil du weißt, dass du ihm nicht gerecht wirst. Dass du ihn enttäuscht. Ich bin ein besserer Krieger, als er je war.
Beweise es, du kleiner Pisser. Oh ja, tanzen wir! Okay. Er macht so ein bisschen Feuerschaden, der Gute. Warte mal. Nee, dann werde ich den mal eineisen, wenn es geht. Wo haben wir denn mal einen schönen Mondstaub? Da, ne? Nee, das war Samum. Mondstaub. Nee, nicht Mondstaub. Was wollte ich da nehmen? Nordwind. Ja. Aha. Stirb, Abschaum! Autsch. Das war ganz schön mies, ne? Tanzen wir! Stirb! Lass mich zuhauen. Du wirst es nie lernen. Oh. Stirb, Abschaum! Sie hat nur rumschreien. Zauberei! Hexerei! Ach du Elend. Also muss ich. Jetzt muss ich echt mal kurz warten. Also das ist ein bisschen heftig, was der an Schaden macht. Oh, das war's schon. Wer ist jetzt der bessere Krieger? Wer? Lugos, lass ihn. Er ist nur eine Vision. Ja. Und jetzt kommt wohl Geralt. Ist das wieder... Ist das jetzt echt Ciri? Ich meine, was soll's sonst sein? Oh, was? Ach, guck mal, das ist Kaer Morhen als Ciri. Die wilde Jagd. Ah. Ganz genau. Der König. König der wilden Jagd. Oha. Was jetzt, du Stück Dreck? Ach, du Elend. Können wir doch gar nicht besiegen, wette ich, oder? Wie, du heilst dich wieder. Mist viel. Dich mach ich kalt. Verdammt, bleib doch mal weg. Au. Oh Gott. Stirb, Abschaum. Ach du Elend. Wupp, 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 wupp. Mal den Hund hier, dann können wir nämlich alle auf das Vieh gehen. Genau. Okay, warum steckst du dein Schwert weg, Geralt? Warum? Leichter.
Dieses Ding. Ich glaube, das wird ein epischer Finalkampf gegen das Teil. Gegen Eredin. Steh auf, Geralt. Du hast deine Schuld beglichen. Du bist ein freier Mann. Wirst du deinem Vater erzählen, was dir in der Höhle der Träume begegnet ist? Natürlich. Vor ihm fürchte ich mich ja nicht, was? Es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Leb wohl, Geralt. Okay, da hat echt seinen Mann gestanden, der Typ. Also komm, mit 3 Jahren darf man ja wohl Angst haben vor irgendwas. Finde ich. Das ist vollkommen okay. Na gut, aber Leute, ich würde sagen, für dieses Mal reicht's. Oh, da liegt Geld. In dem Skelett. Für dieses Mal reicht's für den Part. Ich danke fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit mir und dem Spiel. Und würde mich sehr freuen über ein bisschen Feedback. Wir sehen uns zu The Witcher 3 Wild Hunt.